Wolski, lassen Sie uns auch noch mal über das Kriegsgeschehen sprechen. Denn es ist so, wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder auch kleinere Erfolgsmeldungen der Ukrainer gehört. Mal wurden russische Verteidigungslinien überwunden. Aber das ist alles ziemlich volatil. Die Region, vor allem Saporischschja, ist da im Zentrum und eben auch dieser Knotenpunkt Tokmak, den man nun zum Ziel hat. Wie würden Sie diese Lage aktuell einschätzen? Wie sind da die Kräfteverhältnisse verteilt? Es ist sehr schwierig, wenn man gegen eine vorbereitete Verteidigung und durch letztendlich die verspätete Unterstützung der Ukraine durch den Westen mit Waffen hat das Land es geschafft, hier wirklich Feldbefestigungen zu bauen, ist es sehr schwierig, diese Linien zu überwinden. Und es ist ein ganz mühsames und auch sehr opferreiches Geschäft, was zurzeit die ukrainischen Streitkräfte machen müssen. Sagt Reinhard Wolski, General AD. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Analyse. Vielen Dank, Frau Droste.